Sind wir auf Air? Yes, ich glaube schon. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und dieses Mal geht es um das Thema KFA messen. Also Körperfettanteil messen, und das ist gerade für viele Bodybuilder oder auch für Fitnesssportler besonders interessant. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber viele wollen sich dadurch vergleichen. Viele wollen wissen, wann sie endlich ein Sixpack haben, und da wir wissen, dass alle Menschen bei 10% ein Sixpack haben, nicht, können wir damit natürlich viel machen mit diesem Körperfettanteil. Wie gesagt, ihr habt das schon gehört, also ihr könnt mit dieser reinen Zahl nicht viel machen, weil für viele Sachen einfach die Optik entscheidend ist. Aber zum Beispiel zum Fortschritt messen wäre das gar nicht mal so verkehrt. Oder einfach nur zum Spaß. Auf jeden Fall soll jetzt nicht der Sinn oder der Unsinn des Körperfettmessens hier besprochen werden, sondern die Methoden. Und natürlich, welche Methode am genauesten ist, weil dort herrscht relativ viel Verwirrung. Ist jetzt der DEXA-Scan wirklich genau? Ist jetzt die hydrostatische Methode zum Beispiel genau? Oder keine Ahnung, was es noch gibt, BP, Faltenmessung etc. pp. Deswegen dieses kleine Video. Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt, ja, der viele schocken wird. Und zwar, man kann Fett nicht messen. Also Fett kann nicht gemessen werden. Und jetzt fragt der ein oder andere sich, doch, zum Beispiel mit der Faltenmessung kann ich meinen Fettanteil messen. Nein, du kannst bei der Faltenmessung deine Falten messen, genauso wie bei der biometrischen Impedanz, das heißt übrigens nicht Bruttoinlandsprodukt oder so, kann man eben den Widerstand messen, und beim Bodypod und bei der hydrostatischen Methode eben das Volumen. Und selbst beim DEXA misst man nicht Fett, sondern Absorption. Und deswegen kann man ganz klar sagen, dass das Fett nicht wirklich gemessen werden kann, außer man stirbt dabei und jemand kommt und nimmt wirklich jedes Gramm Fett von eurem Körper und wiegt es ab. Aber das will natürlich kein Lebender, deswegen erster Punkt, Fett kann nicht gemessen werden, wichtig. All diese Sachen, also Faltenmessung, vor allem Faltenmessung ist natürlich eindeutig, aber auch DEXA sind wirklich nur Abschätzungen und Berechnungen und hängen stark von den Algorithmen und Formeln ab. Und deswegen kann man ganz klar sagen, jede Abschätzung hat auch was, hat auch Fehler, ganz klar. Das heißt, egal wie gut man abschätzt, man wird immer Fehler haben. Und jetzt stellt sich die Frage, welcher dieser Methoden ist denn am besten, also kann am genauesten unseren Körperfettanteil bestimmen? Und da gibt es verschiedene Methoden, und zwar zum Beispiel die Zwei-Komponenten-Methoden. Und dort wird Fett und FFM gemessen. Und FFM heißt nichts anderes als fettfreie Masse. Und das heißt zum Beispiel Knochen, Muskeln, Wasser, also alles das, was nicht wirklich Fett ist. Und da sieht man auch ein großes Problem bei dem Ganzen, und zwar, wenn das Wasser hochgeht, dann geht was auch hoch. Yes, Leute, dann geht auch der FFM hoch, und dann heißt es irgendwie, dass man weniger Körperfettanteil hat, obwohl man einfach nur mehr Wasser getrunken hat und der Wasserhaushalt im Körper höher ist. Deswegen macht das alles natürlich nicht so sehr Sinn, bei diesen ganzen Zwei-Komponenten-Methoden wirklich zu denken, dass es richtig genau ist. Dennoch gibt es da einige Sachen, die sind sehr genau im Vergleich zu anderen Sachen, die sind aber alle nicht so genau, und es gibt Sachen, die sind halt verdammt ungenau. Also bei der Faltenmessung kann man auch schon mal grob 10% drüber oder drunter liegen. Das heißt, man hat 10% gemessen, man könnte theoretisch auch bei 0% sein oder auch bei 20%. Das ist halt sehr stark vom Anwender abhängig, und bei der Faltenmessung braucht man auch eigentlich gar keine Berechnung, sondern man misst am besten immer die Falten, und wenn die Falten irgendwie kleiner werden, dann hat man eben auch irgendwo abgenommen, wobei das auch nicht verhältnismäßig ist. Das heißt, man kann halt Körperfett verlieren, aber die Falten können sich nicht ändern. Das heißt nicht, dass man jetzt kein Fett verloren hat, ja. Das heißt einfach nur, dass die Faltenmethode ziemlich ungenau ist und dass man damit auf jeden Fall nicht den Körperfett berechnen kann. Die biometrische Impedanzmethode ist auch nicht so toll. Also ich kann alle Studien unten verlinken, da seht ihr die Werte, vor allem die Abweichungen, und die sind heftig. Also da kann man auch ungefähr 10% drüber drunter liegen. Bei dem Bodypod ist man schon ein bisschen näher. Dort wird Volumen gemessen anhand von verdrängter Masse bzw. anhand von verdrängtem Volumen. Genauso wie bei der hydrostatischen Methode. Und die zwei sind am besten, wobei die hydrostatische Methode noch am besten ist. Also schneidet noch ein bisschen besser ab. Der Bodypod ist irgendwo dazwischen. Und wenn ihr Interesse habt an den Fehlerquellen, also warum ist die hydrostatische Methode nicht so genau? Ich meine, man geht in einen Wassertank und es sind ganz viele Leute anwesend oder sonstiges. Warum ist das Ding nicht genau? Es hört sich verdammt genau an und ist auch nicht so ganz günstig. Ganz einfach zum Beispiel halt Luftvolumen in den Lungen. Also man muss eben unter Wasser gewogen werden. Vorher muss man die ganze Luft aus den Lungen rauspressen. Aber es ist immer so ein Restluftgehalt in den Lungen drin, und dann spielt auch noch die Dichte der fettfreien Masse eine große Rolle, weil die dort auch gleichgesetzt wird, also konstant. Da gibt es mehrere Fehlerquellen. Hier sind die Fehlerquellen noch
stärker, signifikanter, hier ein bisschen weniger, aber dennoch bei der hydrostatischen Methode sind Fehler von 5% bei dem Individuum durchaus gängig. Also jetzt vielleicht maximal 5%, aber es kann durchaus vorkommen, dass du irgendwie 5% angesagt bekommst bei der hydrostatischen und in Wahrheit 10 hast oder auch 0. Anderes Beispiel, das Ding sagt dir, du hast 20% und in Wahrheit hast du aber 25 oder 15. Und das soll euch zeigen, hey, zwischen 25 und 15 liegt ja so eine große Spanne. Das Ding kann nicht wirklich genau sein. Wobei man sagen muss, wenn man mehrere Menschen nimmt, eine Gruppe von Menschen, ist das Ding verdammt genau. Und zwar, ja, da spricht man von so einer Fehlerquelle von 1 bis 2, Fehlerrate von 1 bis 2%. Und das ist halt schon ziemlich genau. So, dann gibt es die 3-Komponenten-Methode und da wird Fett, fettfreie Masse und Mineralanteil, sage ich mal, Mineralmasse, was auch immer, gemessen. Und da ist zum Beispiel der DEXA-Scan zu nennen. Beim DEXA-Scan, wie gesagt, wird auch kein Fett oder sonstiges gemessen, sondern die Absorption von Strahlung. Und jetzt denkt der ein oder andere sich, das ist bestimmt genau. Die ganzen YouTuber sagen ja, das ist genau, beziehungsweise die ganzen, nicht die ganzen YouTuber, sondern die ganzen Leute, die den DEXA-Scan verkaufen, verkaufen ihn als 100% genau. Und wie gesagt, man misst kein Fett, sondern das ist alles anhand von Berechnungen, ja, berechnet worden. Ja, das sind alles Abschätzungen. Und beim DEXA-Scan gibt es auch viele Fehlerquellen. Zum einen die Software, die verwendet wird, die verschiedenen Maschinen. Das heißt, Person auf Maschine X von dem Hersteller hat einen anderen Körperfettanteil, weil er eben andere Formeln benutzt als Person auf einer anderen Maschine. Und auch selbst ein Software-Update kann dort den Algorithmus ein bisschen ändern und dann hat man auch plötzlich mehr Körperfett. Es gibt, wie gesagt, viel mehr, ja, Fehlerquellen, auf die ich aber nicht eingehen will, weil die, weiß ich nicht, ob die euch interessieren. Aber das Schlimmste an dem Ganzen ist, also der größte Fehler, den man auf jeden Fall aber jetzt nennen kann, ist eben der Wasserhaushalt in der fettfreien Masse, weil die wird genau wie bei den 2-Komponenten-Methoden nicht berücksichtigt. Das heißt, mehr trinken macht den Körperfettanteil runter. Und das ist nicht wirklich, ja, akkurat, sage ich mal. Selbst wenn man verschiedener Herkunft ist, kann der Wasserhaushalt im Körper anders sein. Das heißt, Afrikaner und Europäer zum Beispiel können verschiedene Werte in der Hydration, der fettfreien Masse haben. Und das bedeutet, DEXA-Scan auch nicht zu 100% genau. Auch wenn zum Beispiel jemand, der die Dienstleistung verkaufen will, also so ein DEXA-Scan, dir was anderes sagen wird. Er wird dir natürlich sagen, das Ding ist 100% genau. Obwohl wir gelernt haben, dass das nicht geht. Ja? Das hängt immer von den Algorithmen ab. Es hängt immer von den Berechnungen ab und von den Annahmen. Und hier, wie gesagt, Hydration der fettfreien Masse ist bei der 2-Komponenten- und der 3-Komponenten-Methode so, was ja das Ganze noch am stärksten, sage ich mal, beeinflusst. Und wir haben jetzt besprochen gehabt, dass die hydrostatische Methode noch ein bisschen besser als der DEXA-Scan ist. Das heißt, da könnt ihr euch die Abweichung selber denken. So, jetzt kommen wir zu der 4-Komponenten-Methode. Das ist die Komponentenmethode oder das ist die Methode, die am besten ist. Aber warum haben wir die nicht zuerst vorgestellt? Warum haben wir überhaupt den ganzen anderen Kram vorher gemacht? Und warum haben wir nicht direkt gesagt, Leute, macht lieber die 4-Komponenten-Methode, weil die ist am besten. Das Problem ist einfach, die ist verdammt teuer und nicht für jeden zugänglich. Also man kann nicht einfach sagen, yo, Labor, ich will jetzt einen 4-Komponenten-Test machen, ja, Fettanteil-Test mit der 4-Komponenten-Methode. Es geht nicht so einfach. Da werden verschiedene Methoden benutzt, und zwar zum Beispiel wird der DEXA-Scan benutzt, um Mineralien auszurechnen. Es wird zum Beispiel Volumen ausgerechnet bzw. gemessen mit der hydrostatischen Methode, und der Wasserhaushalt wird mit einer anderen Methode, ich habe den deutschen Begriff jetzt nicht parat, gemessen. Und deswegen kann man aus diesen 3 Methoden, sage ich mal, eine einzelne Methode entwickeln, die eben am genauesten ist, aber auch selbst die ist nicht wirklich genau. Ihr habt es ja wieder erfahren, das ist alles nur Abschätzung, das sind alles nur Formeln, Algorithmen, Berechnungen, Annahmen. Und wenn da halt was falsch ist, dann kann der Wert eben ja schon abweichen. Aber dadurch, dass man halt mehrere Komponenten da benutzt, mehrere Sachen dort misst, vor allem den Wasserhaushalt misst. Das heißt, man kann nicht einfach trinken und sagen, hey, ich habe jetzt weniger Körperfettanteil, sondern da wird der Wasserhaushalt gemessen. Kann man sagen, dass die Methode am genauesten ist von den ungenauen. Alle Methoden sind ungenau. Die einzige Methode ist sterben, Fett vom Körper abziehen und dann, ja, wisst ihr, wie viel Körperfettanteil ihr hattet. Ich hoffe, das Video war informativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Fragen wie immer in die Comments. Ich wünsche euch einen sehr angenehmen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.